So Leute, nächstes Video zum Thema Technikverbesserung im Kraulschwimmen, und zwar nicht nur für Leistungssportler oder Triathleten, sondern für jeden. Und zwar ganz, ganz wichtige Übung. Und zwar brauche ich dafür einen großen Paddle. Ich habe jetzt hier den neuen von Adidas am Start. Probiere den mal aus, beziehungsweise habe ihn schon ausprobiert und kriege von mir einen Daumen hoch. Wirklich gutes Ding. Und ich ziehe mir jetzt ein Paddle an. Der andere, den habe ich auch nicht vergessen, sondern den ziehe ich mir dann oben an, um eben die Hand zu wechseln. Ich ziehe mir jetzt auf einer Seite den Paddle an, auf der anderen Seite schwimme ich ganz normal. Und zwar schwimme ich ganz normal das Kraulschwimmen. Was ist jetzt aber das Entscheidende bei der Übung? Dadurch, dass ich ja mit dem Paddle viel mehr Druck erzeuge als ohne Paddle, habe ich natürlich da eine große Differenz im Abdruck, in der Zuglänge. Und dieses gilt jetzt eigentlich bei der Übung eben zu minimieren. Das heißt, ich muss in der Hand, in der ich kein Paddle anhabe, natürlich meinen Armzug so hart optimieren, wie es nur geht. Das heißt, ein optimales Wasserfassen, Zugphase und eine explosive Druckphase, dass ich quasi in beiden Händen nahezu denselben Abdruck erzeugen kann. Nach 50 Meter wird das Ganze dann getauscht, umgedreht, selbes Spiel zurück. Das Ganze könnt ihr natürlich auch als 8x100 machen. 100 Meter linker Arm, 100 Meter rechter Arm. Und dadurch schaffe ich natürlich dann, wenn ich natürlich dann wieder ohne die Paddles schwimme, eine Verbesserung der Zuglänge natürlich, eine Optimierung, eine Ökonomisierung des Armzugs, wie bei fast allen Technikübungen. Deshalb machen wir Technikübungen, um uns natürlich zu verbessern, zu ökonomisieren, um schneller zu werden. Ich mache das Ganze jetzt, schaut zu und bis gleich. So, einmal den Paddle wechseln, denn ich habe für jede Hand den passenden Paddle. Ja, nochmal kurz als kleine Anmerkung, also wie gesagt, ihr habt das gesehen, schaut, dass ihr bei der Übung nicht rumeiert, sondern dass ihr wirklich auch trotz der großen Abdruckdifferenz trotzdem ein regelmäßiges, ein gleichmäßiges Kraulschwimmen hinbekommt, und von je einer Bahn Paddle werdet ihr bei der Übung nichts verbessern können, sondern ihr müsst es wirklich ein paar mal 100 machen. Wirklich, ich empfehle euch da mal 4x100 oder 8x50 oder 8x100, je nachdem wie gut ihr seid, wie viel ihr schwimmen könnt, zu machen. Und da werdet ihr sehen, es wird euch voranbringen. Das war's schon. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Kommentiert auch gerne, wenn ihr irgendwas gesehen habt, wenn ihr nochmal Anmerkungen habt, was ich nochmal für Videos machen soll. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video oder beim nächsten Wettkampf oder auf Facebook. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.